Die Schafbergbahn transportiert jedes Jahr über 300.000 Gäste zu einem der atemberaubendsten Aussichtspunkte Österreichs. Die Bahn wurde 1893 erbaut und wird seit 2018 von Grund auf erneuert. Der nächste große Bauabschnitt hat diese Woche in St. Wolfgang begonnen. Ab sofort wird dort die Talstation in Angriff genommen. Die Talstation Schafbergbahn stammt aus den 60er Jahren und entspricht nicht mehr den modernsten Ansprüchen einer touristischen Attraktion. Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt mit diesem Neubau beginnen können, denn es wird kein reiner Bahnhof mehr, sondern es wird ein richtiges Erlebnisquartier werden. In diesem Erlebnisquartier werden ab Advent 2022 neben dem Bahnhof auch Gastronomie, Souvenirs, Veranstaltungen und Ausstellungen untergebracht. Das neue Gebäude soll den Schafberg mit der Zahnradbahn und den Wolfgangsee mit der Schifffahrt ideal verbinden. Die Schafbergbahn und die Wolfgangsee-Schifffahrt haben während der Bauarbeiten uneingeschränkt für die Gäste geöffnet, soweit es die Corona-Bestimmungen zulassen. Für die Mitarbeiter, Kassa, Gästeservice und den Souvenirshop werden derzeit direkt neben der alten Station 42 moderne Bürocontainer aufgebaut. Also ab Anfang März siedeln hier ca. 50 Mitarbeiter vom alten Gebäude in das Containerdorf und selbstverständlich können hier auch während dieser Zeit alle Bestimmungen und auch Corona-Bestimmungen eingehalten werden. Im Anschluss an den Umzug wird das alte Gebäude möglichst rasch ausgeräumt und dann mit den Abbrucharbeiten begonnen. Nachdem es jetzt ja tatsächlich mit den Bauarbeiten für das Hauptgebäude mit Anfang April losgeht, ist der Plan, dass bis Ende des Jahres der komplette Rohbau errichtet wird, dass das Gebäude geschlossen wird und ab den Wintermonaten der Ausbau stattfindet, damit man auch fristgerecht bis Herbst nächsten Jahres das Gebäude fertigstellen können. Die Gäste sollen in der Zeit bis dahin kaum Einschränkungen spüren, egal ob im Winter oder im Sommer. Es wird natürlich im Sommer keine Einschränkungen für unsere Badegäste geben. Wir werden versuchen, die lärmintensiven Arbeiten bis zum Beginn der Hochsaison abgeschlossen zu haben, sodass es nur ganz, ganz wenige Einschränkungen geben wird. Es ist uns besonders wichtig, dass wir gerade Anrainer, Gäste genauso wie Partner regelmäßig über die einzelnen Bauetappen informieren. Die Bauphase dauert circa 2 Jahre und wir haben dafür eigens eine Ombudsstelle in unserem Gästeservice eingerichtet und man kann sich telefonisch sowie auch per E-Mail an diese Einrichtung melden. Auch wir von Salzburger GTV informieren bis zur Fertigstellung laufend über den Neubau am Wolfgangsee, in den die Salzburger G rund 7,5 Millionen Euro investiert.